einem Land, in dem ein blutiger Bürgerkrieg herrschte, ergriff ein junger Mann, der in seiner Heimat Dracula genannt wurde, die Macht. Es handelt sich nicht um den Vampirgraf Dracula, sondern um einen wirklichen rumänischen Prinzen. Eine reale, historische Persönlichkeit. Die gesamte Christenheit feierte ihn aufgrund seiner Siege über die Türken. Als Kriegsherr war Dracula in ganz Europa für seinen unglaublichen Mut und seine unbarmherzige Grausamkeit berüchtigt. Sein Überlebenswille, sein maßloses Geltungsbedürfnis und sein Hang zum Foltern trieben ihn an. Dracula wurde infolge seiner bevorzugten Hinrichtungsmethode auch der Pfähler genannt. Seinen zweifelhaften Ruhm erlangte er durch das Verbrennen, Kochen, Aufschlitzen und Foltern seiner Feinde. Sein Wirken hinterließ nicht nur Blutspuren. Auch Mauersteine und Mörtel gehören zu seinem Vermächtnis. Er baute Paläste und gründete die Stadt, die später Hauptstadt seines Landes werden sollte. Ihm verdanken wir eines der eindrucksvollsten Bergschlösser Osteuropas. Siebenbürgen. Ein von weitläufigen Bergketten geprägter Landstrich am Rande Europas, um den sich Geheimnisse und Legenden ranken. Die romantische Darstellung des Landes, die Schlossruinen, die Vampirlegende, vieles mussten wir erfinden, da uns zu wenige Fakten bekannt sind. Siebenbürgen, auch Transsilvanien genannt, ist eine Region in Rumänien. Im 19. Jahrhundert siedelte hier der Schriftsteller Bram Stoker die Heimat des weltberühmten Vampirs Graf Dracula an. Bis in die 70er Jahre vermuteten nur wenige Leser, dass der Name von einem echten Kriegsherrn stammt. Vergessen Sie Hollywood, vergessen Sie Vampirgeschichten. Dieser Mann lebte tatsächlich und war ein teuflischer, grausamer, aber auch sehr erfolgreicher Herrscher. Die Welt des echten Dracula war blutrünstig und heimtückisch. Selbst in der grausamen Zeit, in der er lebte, war er berüchtigt für seine Barbarei. Angeblich hat er seine schwangere Geliebte aufgeschlitzt. Und er soll 24.000 Nasen von den Leichen besiegter Feinde gesammelt haben. Unter den grausamen, perversen und sadistischen Herrschern zeichnete sich Vlad durch ein besonders psychopathisches Naturell aus. Vlad Dracula bleibt ein Rätsel. Seine Taten sorgen noch heute für Kontroversen. War er ein Wahnsinniger oder ein zielstrebiger Krieger? Er war ein Geschöpf seiner Zeit, das tat, was es tun musste, um zu überleben. Jetzt versucht unser Expertenteam, eine fast verlorene Welt wiederzuentdecken. Die schriftlichen Überlieferungen und archäologischen Funde sind im Gegensatz zu anderen vergangenen Kulturen spärlich gesät. Wir wissen nicht, welche Geheimnisse da draußen noch schlummern. Die Experten werden anhand ihrer Funde und mithilfe modernster Computeranimation Draculas mächtige Paläste, Schlösser und Festungen rekonstruieren und uns so vor Augen führen, wie sie zu Zeiten des Pfählers aussahen. Mit modernster Technologie können wir die Überreste wesentlich besser als früher einordnen. Wir können das Innere der Wände erforschen und unsere Schlüsse über die Konstruktionen ziehen, ohne sie erst zerlegen zu müssen. Das beschleunigt und erleichtert unsere Arbeit. Wir nehmen die Spur auf an Draculas malerischem Geburtsort, der Kleinstadt Schäßburg im Herzen Siebenbürgens. Als erstes entdecken die Forscher Hinweise auf eines der ältesten Häuser in Schäßburg. In diesem Haus wurde Fürst Vlad Dracula, der Pfähler, im Jahr 1431 geboren. Doch seit dem 15. Jahrhundert hat sich vieles verändert. Damals war das vermutlich ein einstöckiges Haus. Was wir hinter uns sehen, ist der Ausbau aus dem 17. Jahrhundert. Zu Vlads Zeiten sah es anders aus. Inzwischen können wir zeigen, wie Draculas Geburtsstätte aussah. Ein einstöckiges Gebäude in der Mitte der Zitadelle.
Ohne Kanalisation oder fließendes Wasser. Die meisten Annehmlichkeiten fehlten. Aber die massiven Natursteine, aus denen es gebaut war, garantierten das Wichtigste: Sicherheit. Draculas Heimatstadt war eine der sichersten in ganz Siebenbürgen. Die Wände geben einen ersten Anhaltspunkt, wie eindrucksvoll die Befestigung zu seiner Zeit war. Dies war die eigentliche Stadtmauer, die mit Wehrtürmen durchsetzt war. Hinter uns sehen wir ein Paradebeispiel. Das Bollwerk aus Wänden und Verteidigungstürmen war bis zu 3 Meter dick. Damit konnten die Feinde abgehalten und eine Plünderung der Stadt verhindert werden. Im unteren Bereich sehen Sie die Zinnenfenster, aus denen man siedendes Öl und heißes Wasser auf die Angreifer goss. Und darüber befinden sich die Schießscharten. Als eine der reichsten Städte Siebenbürgens hatte man Schäßburg sehr gut abgesichert. Aber innerhalb der Mauern lebten keine Rumänen, sondern deutsche Einwanderer, die sogenannten Siebenbürger Sachsen. Im 12. Jahrhundert waren Sachsen als Pioniere nach Siebenbürgen ausgewandert und hatten sich dort als Händler und Handwerker niedergelassen. Im Gegenzug erhielten sie besondere Handelsprivilegien. Sie waren eine eigene Volksgruppe. In Siebenbürger Sachsen wurde, wie dem gesamten Mittelstand, Habgier nachgesagt. Sie verdienten ihr Geld auf Kosten der einheimischen Walachen. Vlad Draculas Vater, ein rumänischer Prinz, fädelte ein spezielles Handelsabkommen mit den Sachsen in Schäßburg ein. Als Gegenleistung durfte er mit seiner Familie innerhalb der Stadtmauern im vermeintlichen Schutz der Zitadelle wohnen. In 1447 wurde Draculas Vater von einem verfeindeten Clan ermordet, der damit den Thron der Walachei in der südlichen rumänischen Provinz eroberte. Vlad floh in den Norden und schwor, dass er zurückkehren würde. Unter anderem fand er auf der eindrucksvollen Törzburg Unterschlupf. Heute strömen die Touristen zur Törzburg, weil sie hier die Heimat Graf Draculas vermuten, dem Schurken aus Bram Stokers Roman. Der erfundene Vampir soll hier unter den Untoten gehaust haben, bis man ihm angeblich einen Pflock durchs Herz trieb und ihn damit den Garaus machte. Dieser Ort wird als Heimat des Bösen bezeichnet. Der wahre Dracula kam tatsächlich um 1450 hierher. Die Forscher entdeckten unter dem gotischen Prunk Spuren, die belegen, wie das Schloss zu seiner Zeit wirklich aussah. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ließ der rumänische König das Innere des Schlosses modernisieren, so dass es heute ganz anders aussieht als früher. Doch die Experten konnten alte Grundrisse ausfindig machen, mit denen sie das Gebäude am Computer so rekonstruierten, wie es vor 500 Jahren ausgesehen haben müsste. Der Turm, von dem Sie mir erzählten, dieser hier, ist das wirklich der hier hinter uns? Genau, der runde Turm. Aber wie konnte dieser Turm strategisch genutzt werden? Wurde dort das Schießpulver gelagert? Ja, genau. Wenn wir uns dann in diese Richtung wenden, haben wir den Turm hinter uns. Ja, diesen Turm. Und der ursprüngliche Eingang zum Schloss war mehr in dieser Richtung. Mit Hilfe der Grundrisse der Törzburg aus dem Mittelalter und modernster Animationstechnik wird ein Blick auf das Schloss des 15. Jahrhunderts möglich. Es war kein gotisches Märchenschloss, aber das sicherste und wehrhafteste an der Grenze Siebenbürgens. Ein Prachtstück der damaligen Baukunst. Die Gegend hier ist ungeeignet für Straßentransporte. Daher war es sehr aufwendig, das Material hierher zu transportieren. Dort angekommen, musste alles nach oben geschafft werden. Ohne die heutigen Hebetechniken mussten Balkengerüste auf- und abgebaut werden. Eine große Herausforderung. Die Törzburg war der ideale Stützpunkt für Vlad Dracula, um von hier aus seinen Machthunger zu stillen. Er stand am Beginn seiner blutigen Regentschaft.
Um seine Macht zu festigen, nahm er eines der größten Bauprogramme in der Geschichte seines Landes in Angriff. . 1456 eroberte Vlad Dracula den Thron des rumänischen Fürstentums Walachei. Er war der Mann, der Pate für den weltberühmten Vampir stand. Ein Team von Experten macht sich daran, diese unbekannte Welt zu enthüllen. Sie wollen die ausufernden Bauprojekte vorstellen, mit denen seine Regentschaft begann und mit denen er versuchte, in einem widerspenstigen Land Ordnung zu schaffen. Vlad Dracula wollte die Tradition bewahren. Sein Vater, Vlad Dracula II., war Herrscher der Walachei und ein Ritter des Drachenordens. Ein Drache zierte auch das Familienwappen. Sein Name lautet Draculea. Er war der Sohn von Vlad Dracul. Dieser Name wird oft mit Dracul, rumänisch für Teufel, in Verbindung gebracht. Der Tradition folgend bestimmte Dracula, der Sohn des Teufels, Targoviste zu seiner Hauptstadt. Sie wurde ein Schauplatz legendären Schreckens. Hier beging er einige seiner schlimmsten Gräueltaten, doch bei seiner Ankunft war zuerst sein eigenes Leben bedroht. Es war nicht nur die Hauptstadt seines Reiches, es war auch die Hauptstadt der politischen Morde und Intrigen. Er befürchtete einen Mordanschlag mit Gift. Sein Essen ließ er von einem zuverlässigen Diener vorkosten. Rivalisierende Adelige, die Bojaren, beherrschten die Walachei. Sie hätten alles getan, um ihn loszuwerden. Und das zwang ihn zum Handeln. Entweder töten oder getötet werden. Über Generationen hinweg haben die Walachen ständig ihre Gefolgschaft geändert. Um seine Macht zu erhalten, musste Vlad die Bojaren loswerden. Vlad verabscheute die Bojaren aus sehr persönlichen Gründen. Sein Vater war von den Bojaren ermordet worden. Und deshalb war Vlad von Rachesucht getrieben. Er hatte eine Rechnung zu begleichen. Bevor Dracula die Bojaren beseitigen konnte, benötigte er Schutz. Dieses Ansinnen bezeugen die Ruinen von gewaltigen Gebäuden, die hier vor 500 Jahren errichtet wurden. Es war alles Teil seines durchtriebenen Plans, sich das Image der Macht, der Kontrolle und des Ansehens eines großen Herrschers aufzubauen, des mächtigen Fürsten der Walachei. Mit dem Bau des Palastes in Targoviste hatte bereits Draculas Großvater begonnen. Unter seinem Vater wurde er um einen 6 Meter breiten Festungsgraben erweitert. Nun baute Vlad Dracula einen Palast, der alle vorangegangenen Bautätigkeiten in den Schatten stellte. Der Saalbau wurde neu errichtet und umfasste 300 Quadratmeter. Von einem mächtigen Aussichtsturm aus konnte Dracula sein Land überblicken. Der ganze Schlosskomplex war mit 1,5 Meter dicken Mauern umgeben. Die riesigen Kellergewölbe unter dem Saalbau bezeugen Vlad Draculas ehrgeizige Ziele. Was wir hier sehen, sind sehr hohe und weitläufige Kellerräume, die durch die Tonnengewölbe ermöglicht wurden. Die Bögen sind typisch für den byzantinischen Architekturstil. Zuerst wurde ein Holzgestell errichtet, auf das die Steine aufgesetzt wurden, bevor man das Gerüst anschließend wieder entfernte. Es war eine große Bauleistung, die von einem Baumeister überwacht werden musste. Sein Leben hing vom Gelingen dieses Vorgangs ab. Wenn die Holzgestelle unter den Bögen entfernt wurden, musste traditionsgemäß der Baumeister direkt darunter stehen. Wären sie eingestürzt, wäre er von ihnen erschlagen worden. Obwohl nur wenige Überreste erhalten sind, vermutet man, dass die Kellergewölbe nicht nur für Vorräte vorgesehen waren, sondern viel dunklere Geheimnisse hüten.
Wie zum Beispiel die privaten Folterkammern Flats. Dieser Turm wurde im 19. Jahrhundert restauriert und war das Auffälligste, was Vlad Dracula in Targowiste erschuf. Der Turm wurde auf einem Fundament aus Natursteinen mit Backsteinen bis zu einer Höhe von über 18 Meter errichtet und bot einen eindrucksvollen Ausblick. Nach seiner Vollendung schützten mehrere Verteidigungslinien Draculas Schloss. Als Wehranlage war dieses Bauwerk gut aufgestellt. Mehrere Verteidigungslinien boten genügend Hindernisse. Hatte man die erste überwunden, war man im Burggraben und wurde mit allem Möglichen beworfen. Wenn man auch diesen überwunden hatte, verschanzten sich die Bewohner und feuerten vom Turm und von den Dächern auf die Angreifer. Sie können sich vorstellen, dass der Blutzoll der Angreifer sehr hoch war. Nachdem er Targowiste zu seinem Hochsicherheitsquartier ausgebaut hatte, fing Dracula an, die feindlichen Bojaren auszurotten. Dabei bewies er legendäre Skrupellosigkeit. Zweifellos konnte Vlad die Bojaren nur vertreiben und seine eigene Macht festigen, indem er sie alle umbrachte. Am Ostersonntag 1459 beging Dracula seine größte Gräueltat. Er stellte den Bojaren eine Falle, indem er sie zu einem Festmahl in den Saalbau einlud. Vlad fragte sie hinterhältig, wie viele Herrscher sie in den letzten 50 Jahren gehabt hätten. Und die meisten konnten ihm das nicht beantworten, weil es so viele gewesen waren. Das lag daran, dass dieselben Bojaren sich ihrer Führer ständig mit Gewalt entledigt hatten. Das war genau die Antwort, die Vlad hören wollte. Sie hatten sich mit ihren eigenen Worten verurteilt und er ließ der Legende nach 500 von ihnen pfählen. Das Pfählen war eine grausame Hinrichtungsmethode. Die übliche Art zu pfählen bestand darin, den Feind auf das angespitzte Ende des Pfahls zu setzen und ihn entweder durch den Nabel oder das Herz zu stoßen. Dann wurde der Pfahl aufgerichtet und die Opfer starben einen relativ schnellen Tod. Das war die Methode für die, die mehr Glück hatten. Wenn man aber ein Exempel statuieren wollte, fettete man das abgerundete Ende des Pfahls ein und führte es in den Darm ein. So drang der Pfahl nur langsam durch den Körper. Das konnte Tage dauern und bedeutete einen qualvollen Tod. Targowiste war übersät mit toten und sterbenden Gepfählten. Aber Dracula brachte nicht alle auf der Stelle um. Für manche hatte er einen langsameren, nützlicheren Tod vorgesehen. Hier oben, auf dem hohen, unwegsamen Berggipfel an der Grenze Siebenbürgens, wurden sie gezwungen, eine Festung zu bauen, die zum echten Schloss Dracula wurde. Sie diente Vlad Dracula als Zufluchtsstätte für seinen kommenden Feldzug des Grauens. Fünfhundert Meter oberhalb des Flusses Arges auf einem gefährlich steilen Berg liegen die Ruinen der alten Festung Punari. Das ist das echte Dracula-Schloss. Die Lage war entscheidend. Das Schloss grenzte am Rande von Vlad Draculas Reich, der Walachei, an die Gebirgslandschaft Siebenbürgens. Noch heute ist es ein abgeschiedener und abstoßender Ort. Um dorthin zu gelangen, müssen die Forscher 1480 Stufen erklimmen. Innerhalb der Ruinen finden sich bemerkenswerte archäologische Hinweise, die den Forschern helfen, das Schloss wieder auferstehen zu lassen. Für einen Prinzen, der entschlossen war, die absolute Macht zu übernehmen, die beste Lage. Hier im Süden sehen Sie Vlads Land, seine Walachei.
80 Kilometer jenseits der Berge liegt Targoveste, seine Hauptstadt, die ihm genauso wichtig war. Hier im Norden liegt Siebenbürgen, wo einige seiner ebenso wichtigen Festungen standen. Von dort aus konnte er den verhassten Siebenbürger Sachsen nachstellen. Siebenbürgen ist die Heimat der reichen deutschstämmigen Händler, deren Geschäftemacherei Vlad Draculas Macht bedrohte. Da er sein Schloss schnell erbauen musste, griff er zu ungewöhnlichen Techniken und Sklavenarbeit. Der Bau begann rund um den Aussichtsturm, der aus der Zeit seines Großvaters stammte. Aber Vlad Dracula hatte etwas viel Größeres im Sinn. Eine Festung, die nicht nur den gesamten Gipfel von Ponari einnahm, sondern ihn gleichzeitig vergrößerte. Wie er das bewerkstelligte, verraten die zerfallenen Schlossmauern ringsum, deren Kontrast dem Schloss sein ungewöhnliches Aussehen gibt. Rote Backsteine auf grauen Fundamenten. Die Kombination von Felsgestein und Backstein ist eine sehr ungewöhnliche Konstruktion. Ich hätte eher erwartet, dass die ganze Festung aus Fels gebaut wurde. Vielleicht war es leichter, mit Backsteinen zu bauen. Auf jeden Fall ging es so sehr viel schneller. Obwohl sie auf einem schmalen Berggipfel stehen, sind diese Wände beeindruckende 3 Meter breit. Das wurde durch die byzantinische Bauweise ermöglicht. Nach der byzantinischen Bauweise wurden 2 Außenmauern aus Backstein errichtet, deren Zwischenraum mit Geröll aufgefüllt wurde. Durch diese Verbindung aus Außenwänden und Kern waren sie sehr stabil. Das Schloss konnte selbst in einer Erdbebenzone überdauern. Dank eines Geheimnisses, dem Kalkmörtel. Das ist Kalkmörtel. Bei der Verarbeitung sieht er aus wie Schlagsahne. Aber da es sich um Kalk handelt, härtet er nicht völlig aus und bleibt flexibel. Die Wände können sich bewegen, was bei einem Erdbeben überlebenswichtig ist. So treten keine Risse und Schäden wie bei Zementbauten auf. Obwohl Schloss Dracula von mehreren starken Erdbeben erschüttert wurde, stehen heute noch sehr viele Mauern. Sie wurden durch Sklavenarbeit errichtet. Von den Adligen, die beim Ostermassaker von Targoviste vor den Pfählen verschont wurden. Nach ihrem Zwangsmarsch nach Ponari erwartete sie hier ein viel längeres, qualvolleres Sterben. Walachische Chroniken berichten, dass die Männer und Frauen so schwer arbeiteten, bis ihre Kleider von ihnen abfielen. Sie waren buchstäblich nackt. Aber das Schloss wurde nicht nur von Sklaven erbaut. Ein geniales Detail deutet auf die Anwesenheit von wahren Handwerksmeistern hin. Die Schlossdächer fingen Regenwasser in einer Zisterne auf. Die Zisterne ist aus Stein und wasserdicht. Man hatte die Kanten der Steine so bearbeitet, dass der nächste exakt dagegen schließt. Hier wird offensichtlich, dass bei der Errichtung dieses Bauwerks ein Ingenieur beteiligt war, der den gesamten Prozess des Steinaufbaus gründlich durchdacht und verstanden hatte. Er wusste, wie man für ein Schloss dieser Größe und Qualität Wasser gewinnen konnte. Alles, was man für den Bau des Dracula-Schlosses benötigte, fand man im darunterliegenden Flusstal. Dort gab es Sand für den Mörtel, Geröll und kleinere Felsen für die Füllwände.
Dort fand man auch die kräftigen Natursteine für das Fundament des Schlosses. Sogar die Backsteine wurden vor Ort geformt und gebrannt. Das ist das beeindruckende Ergebnis. Bei seiner Vollendung nahm das Schloss mit 11 Metern Breite und 55 Metern Länge den ganzen Gipfel ein. Ähnlich einem Adlerhorst bot das Dracula-Schloss Schutz und ermöglichte die Kontrolle über einen strategisch wichtigen Bergpass. Aber auf der anderen Seite der Grenze planten die Siebenbürger Sachsen eine Verschwörung gegen Vlad. Um ihre Profite zu sichern, unterstützten sie einen rivalisierenden Anwärter auf Vlad Draculas Thron. Man könnte sagen, dass dieses Schloss ideale Voraussetzungen bot, um mit den Siebenbürger Sachsen zu verhandeln. Vlad gab ihnen zu verstehen, dass sie, wenn sie ihren Handel weiter betreiben wollten, in erster Linie das tun müssten, was er verlangte. Eine gewaltige Konfrontation bahnte sich an. Vlad Dracula würde seine ganze List aufbringen müssen, um eine der bestbefestigten Städte Europas einzunehmen. Und er sollte alsbald schreckliche Rache fordern. Deutsche Chroniken berichten, dass der rumänische Prinz Vlad Dracula 1459 einen grausamen Feldzug durchführte. Dies machte den Namen Dracula bis heute unvergesslich. Er sammelte seine Truppen bei der Törzburg und marschierte nach Siebenbürgen. Die dortigen Kaufleute hatten geplant, ihn zu stürzen, und er wollte sie dafür bestrafen. Ihr Stützpunkt befand sich in Kronstadt. Heute sind die Festungsanlagen, die im Mittelalter die reiche und sichere Stadt schützten, kaum mehr sichtbar. Die Siebenbürgen Sachsen verbündeten sich mit Vlads Feinden. Deswegen hielt er sie für unzuverlässig und als Fremde waren sie ohnehin seine Feinde. Heute sind in der malerischen Stadt nur noch wenige Hinweise auf die blutigen Ereignisse, die über 5 Jahrhunderte zurückliegen, zu finden. Draculas Angriff auf Kronstadt war nicht einfach zu führen. Die militärische Verteidigung war beachtlich. Eine große Mauer, an einigen Stellen fast 4 Meter dick, umschloss die gesamte Stadt der Siebenbürger. Sie wurde in regelmäßigen Abständen durch Bollwerke verstärkt, die der Weberzunft gehörten. Das ist eine der wichtigsten und relativ gut erhaltenen Festungen. Ihre Architektur ist sehr aufschlussreich, um die Verteidigungssysteme des frühen 15. Jahrhunderts zu entschlüsseln. An der Innenseite der Mauer befindet sich eine mehrstöckige Holzgalerie. Hier sehen wir eine sehr hochwertige Arbeit aus Eichenholz. Die Dächer sind zwar im Moment mit Schnee bedeckt, aber darunter befindet sich ein hölzerner Dachstuhl. Die Außenwände der Mauern sind mit Schießscharten versehen, durch die man Kanonen und Musketen abfeuerte. Die Siebenbürger Sachsen wähnten sich hinter ihren mächtigen Befestigungsanlagen in Sicherheit. Aber sie unterschätzten Draculas List. Dracula war in einer siebenbürgischen Stadt aufgewachsen und kannte die Taktik der Sachsen. Er wusste, dass ein Frontalangriff zum Scheitern verurteilt war. In einem nächtlichen Überraschungsangriff überfiel er die Vororte von Kronstadt, bevor die Leute sich hinter die Stadtmauer retten konnten. Jeder Gefangene wurde auf den umliegenden Hügeln gepfählt. Nach Überlieferungen aus Siebenbürgen starben Tausende von Sachsen. Die Hinrichtungen fanden auf dem Galgenhügel hinter diesem Berg statt. Das grauenerregendste Bildnis von Vlad Dracula, der Wald der Gepfählten, wurde durch den Überfall auf Kronstadt inspiriert. Er stellt den Prinzen dar, wie er inmitten von Leichen seine Mahlzeit einnimmt. Für manche gilt dieses Bild als erste Verbindung zwischen Dracula und dem Vampirismus.
Fällen ist ein langsamer Prozess, besonders wenn viele Opfer beteiligt sind. Deswegen musste er zwischendurch etwas essen, während er zusah. Aber er trank nicht ihr Blut oder aß ihr Fleisch. Vlad hatte nichts Kannibalisches an sich. Diese Bildnisse, geschaffen von Geschichtsschreibern aus Siebenbürgen, verfolgten eine klare Absicht. Der Name Dracula sollte für immer mit dem Bösen assoziiert werden. Die Holzschnitte sind natürlich Propaganda. Sie sind die Vorläufer von Horrorvideos. Die Leute wollten sie sehen und die Gaffer zahlten gutes Geld dafür. Nach der Unterwerfung von Kronstadt wandte Vlad Dracula seine Aufmerksamkeit dem Ottomanischen Reich zu. Die muslimische Supermacht reichte damals bis an die Grenzen seines Hoheitsgebietes heran. Das Ottomanische Reich der Türken strebte nach Westen. Sie blickten nach Europa, das sie als nächstes erobern wollten. Abgesehen von einigen Bergstämmen, wie den Walachen, gab es niemanden, der sie aufhalten konnte. Dracula war fest entschlossen, Widerstand zu leisten. Er konzentrierte seine Bautätigkeit auf den Süden seines Reiches. Überwältigenden neuen Palast aus Backstein und Felsen. 5 Jahrhunderte lang war er vergessen. Bis heute. Das Geheimnis der ehemaligen großen Residenz liegt unter den Straßen von Bukarest. Diese alten Mauern verbergen vergangenen Glanz, von dessen Existenz nur wenige wussten. Wir denken an Vlad immer als Verteidiger und Kämpfer. Er war aber auch ein Mann mit großem wirtschaftlichem Gespür. Und hier verlief eine sehr wichtige Handelsstraße. Vlad Dracula wusste, dass die Türken diese Handelsrouten jederzeit bedrohen konnten. Er ließ seinen Palast von den besten Fachleuten bauen. Er rief transsilvanische Steinmetze und ca. 1000 Arbeiter zusammen, um sicherzustellen, dass der Bau schnell abgeschlossen wurde. Ausgrabungen in diesen Tunneln deuten auf ein Gebäude von grober Bauweise hin, das in Eile errichtet werden musste. Es war eher eine funktionale Festung als ein exotischer Palast. Spätere Herrscher bauten die Festung um und erweiterten sie. Aber in den Fundamenten findet man den Schlüssel zu ihrer Geschichte. Nehmen Sie dieses Mauerstück hier. In der Mitte entdecken Sie Backsteine aus der Zeit Vlads. Auf beiden Seiten sehen Sie das Mauerwerk, das später hinzugefügt wurde. Für mich ist das das Faszinierendste, weil Sie hier archäologische Zeugnisse aus allen Epochen zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert finden. Durch die Verknüpfung von archäologischer Detektivarbeit mit modernster Computeranimation können wir das Schloss von Dracula wieder auferstehen lassen. Es ist eine furchtgebietende Festung, die er als Bollwerk an der südlichen Grenze nutzte. Dracula hielt sein walachisches Reich in eisernem Griff. Aber sein größter Feind, das machthungrige Ottomanische Reich, stand an den Grenzen seines Herrschaftsgebietes. Der blutrünstige Tyrann Dracula verwandelte sich nun in den heldenhaften Verteidiger des christlichen Europas. Und seine Festungen mussten ihre Standhaftigkeit unter Beweis stellen. Draculas Land war durch mehrere Festungen gesichert worden. Jetzt wandte sich der Prinz der Walachei seinen Kriegsplänen zu. Inmitten der 1,5 Meter dicken Mauern seines Palastes in Targoviste empfing Vlad Dracula eine Abordnung der ottomanischen Türken. Deren unbezwingbare Eroberungstruppen hatten seine Grenzen erreicht und bedrohten das christliche Europa. Angeblich sollte Dracula einen Tribut zahlen, aber er wies dies zurück, da er sich durch die Delegation brüskiert fühlte. Sie nahmen ihre Turbane nicht ab und Vlad wollte wissen, warum sie ihn beleidigten. Sie erwiderten, dass sie ihre Turbane nie abnehmen. So befahl er, die Turbane an ihren Köpfen festzunageln, damit sie sie nie mehr abnehmen konnten.
Im Winter 1461 befand sich Dracula im Krieg mit den Türken. Mit unerwarteter Schnelligkeit und Kühnheit führte Dracula seine Soldaten in einem genialen Feldzug auf feindliches Territorium. Jeder, der sich ihm in den Weg stellte, bekam sein Schwert zu spüren. Ein Edelmann wie Vlad musste in einer Schlacht körperliche Präsenz zeigen, um weiterhin anerkannt und respektiert zu werden. Vlad Dracula kehrte in die Sicherheit seiner Festung in Targowischte zurück. 1462 schrieb er an die benachbarten Königreiche und forderte Hilfe von seinen christlichen Weggefährten an. Mit einer Depesche schickte er als Demonstration seiner militärischen Tapferkeit 23.884 Nasen, die seinen toten Feinden abgeschnitten worden waren. Der türkische Sultan Mehmed, selbst ein grausamer General, wollte Vlad Dracula im Kampf stellen. Er führte ein Heer nach Targowischte, das Draculas Truppen 3-1 überlegen war. Zwar verfügte Draculas Palast über hervorragende Verteidigungsanlagen, aber er würde einer langen Belagerung nicht standhalten können. So eine Verteidigung war entweder mit Hilfe einer Intrige zu untergraben oder man hungerte die Festung aus. Das war eine gute Methode. Drinnen wartet man wochenlang darauf, dass der Feind an das Tor klopft. Doch wenn man sich für 3 Jahre verschanzen muss, ist das eine zermürbende Situation. Vlad musste seine Taktik ändern und ergriff die Flucht. Mehmed war ein Meister der psychologischen Kriegsführung. Aber er stand einem noch besseren Krieger gegenüber. Vlad Dracula bediente sich grausamer Partisanentaktiken. Er verschanzte sich in den dichten Wäldern Rumäniens, führte schnelle, brutale Angriffe durch und verschwand wieder. Vlad verhielt sich wie ein Hai. Stillstand bedeutete Tod. Beim Vormarsch der Türken nutzte Vlad Dracula jede erdenkliche Taktik, um ihre Moral zu brechen. Er griff nachts an, vergiftete ihre Brunnen und brannte ihre Ernten nieder. Er bezahlte sogar an Seuchen erkrankte Männer, damit sie in die türkischen Reihen eindrangen, um die Soldaten anzustecken. Draculas psychologischer Terror erreichte seinen Höhepunkt außerhalb der Mauern von Targowischte. Als er seinen Palast verließ, hinterließ er ein Bild, das den Sultan für den Rest seines Lebens verfolgen würde. Dafür bekam Vlad seinen türkischen Spitznamen, Kasekle Bey, der pfählende Herrscher. Mehmed himself, who was... Selbst der grausame Mehmed wandte sich ab. Der Anblick von 20.000 Leichen, deren Innereien herausquollen, reichte aus, um einen jungen, kampferprobten Soldaten wie Mehmed II. Zu erschüttern und in die Flucht zu schlagen. Der traumatisierte Sultan zog sich in seine Heimat zurück und überließ es anderen, Dracula zu bekämpfen. Sie zwangen den walachischen Herrscher dazu, sich nach Ponari zurückzuziehen. In das Dracula-Schloss. Doch die besondere Lage sowie die Verteidigungsanlagen des Schlosses machten einen Frontalangriff unmöglich. Für einige der Belagerten wurde das Leben unerträglich. Der Gedanke, von Türken zu Tode gefoltert zu werden, trieb Draculas Frau dazu, sich in Panik von den Zinnen in den Fluss zu stürzen. Seit diesem Tag wird er Fluss der Prinzessin genannt. Doch Dracula gab nicht auf. Er befreite sich und kämpfte weiter. Wenige Kilometer vom Schloss entfernt, im Dorf Arefu, stießen die Forscher auf eine lokale Legende, die sich um Draculas wagemutige Flucht rankt. Stimați oaspeți, cu permisiunea dumneavoastră,
Die Dorfbewohner sind sehr stolz darauf, die Geschichte beeinflusst und die Türken ausgetrickst zu haben. Sie kamen auf die Idee, die Hufeisen ihrer Pferde umgekehrt anzubringen und verhalfen damit Vlad mitten in der Nacht zur Flucht. Als die Türken die Hufspuren sahen, dachten sie, er wäre ins Schloss geritten. Aber tatsächlich hatte er es von ihnen unbemerkt verlassen. Dracula floh ins Exil nach Siebenbürgen. 10 Jahre später beanspruchte er erneut seinen Thron. Er kehrte in seinen Palast in Bukarest zurück und traf Vorbereitungen, um die türkische Invasion abzuwehren. Doch Draculas Regentschaft endete, bevor er dieses Unterfangen beginnen konnte. Um Vlads Tod ranken sich viele Geheimnisse. Sicher scheint, dass er im Kampf getötet wurde. Ob es ein fairer Kampf, eine Tat im Affekt oder ein Mord war, wissen wir nicht. Ich selber glaube eher an einen Mord. Lokale Geschichtsquellen besagen, dass er hier, in diesem schönen Inselkloster von Snagov, beerdigt wurde. Einst von sehr stark befestigten Mauern umgeben, wurde das Kloster später als Gefängnis genutzt. Hochrangige Landesverräter wurden hier gefangen gehalten und man sagt, dass die Insel mit unzähligen menschlichen Knochen übersät sei. Heute ist das Kloster eine Pilgerstätte für Dracula-Fans. Angeblich liegt sein Leichnam in einem Grab am Altar. Es wird behauptet, dass sein Kopf vorher abgeschlagen und als Beweis an den Sultan gesandt wurde. Überlieferungen und Wunschdenken sehen Vlad in diesem Grab im Kloster Snagov. Aber das Grab ist leer, da ist nichts drin. Frühere Ausgrabungen konnten nicht bestätigen, dass Vlad Draculas Leichnam in Snagov beerdigt wurde. Seine letzte Ruhestätte bleibt ein Geheimnis. Trotz seiner Grausamkeit wird Vlad Dracula in Rumänien bis heute als Volksheld verehrt. Vlad gilt als der edle Ritter. Ich glaube, die Rumänen sehen ihn so. Er gilt als Freiheitskämpfer, Patriot und Volksheld. Dracula war der letzte große Patron einer unabhängigen Walachei. Kurz nach seinem Tod brachten die Türken das Land unter ihre Kontrolle. Sie verboten den Bau von Festungen. Aber Draculas Schlösser bestehen als Erinnerung an eine zum Teil ruhmreiche und unabhängige Vergangenheit fort. Der Königspalast von Targoviște, den er völlig neu entwarf. Die Gründung Bukarests mit dessen Schloss. Und der Zufluchtsort in Ponari, das tatsächliche Dracula-Schloss. Sie alle symbolisieren die unauslöschlichen Spuren, die Vlad Dracula in seinem Land hinterlassen hat. Sie finden sich nicht nur in den Ruinen seiner einst prunkvollen Paläste, sondern auch im Andenken seines Volkes. Size and quality. Alles, was man für den Bau des Dracula-Schlosses benötigte, fand man im darunterliegenden Flusstal. Dort gab es Sand für den Mörtel, Geröll und kleinere Felsen für die Füllwände. Dort fand man auch die kräftigen Natursteine für das Fundament des Schlosses. Sogar die Backsteine wurden vor Ort geformt und gebrannt. Das ist das beeindruckende Ergebnis. Bei seiner Vollendung nahm das Schloss mit 11 Metern Breite und 55 Metern Länge den ganzen Gipfel ein. Ähnlich einem Adlerhorst bot das Dracula-Schloss Schutz und ermöglichte die Kontrolle über einen strategisch wichtigen Bergpass. Aber auf der anderen Seite der Grenze planten die Siebenbürger Sachsen eine Verschwörung gegen Vlad.
Um ihre Profite zu sichern, unterstützten sie einen rivalisierenden Anwärter auf Vlad Draculas Thron. Man könnte sagen, dass dieses Schloss ideale Voraussetzungen bot, um mit den Siebenbürger Sachsen zu verhandeln. Vlad gab ihnen zu verstehen, dass sie, wenn sie ihren Handel weiter betreiben wollten, in erster Linie das tun müssten, was er verlangte. Eine gewaltige Konfrontation bahnte sich an. Vlad Dracula würde seine ganze List aufbringen müssen, um eine der bestbefestigten Städte Europas einzunehmen. Und er sollte alsbald schreckliche Rache fordern. Deutsche Chroniken berichten, dass der rumänische Prinz Vlad Dracula 1459 einen grausamen Feldzug durchführte. Dies machte den Namen Dracula bis heute unvergesslich. Er sammelte seine Truppen bei der Törzburg und marschierte nach Siebenbürgen. Die dortigen Kaufleute hatten geplant, ihn zu stürzen, und er wollte sie dafür bestrafen. Ihr Stützpunkt befand sich in Kronstadt. Heute sind die Festungsanlagen, die im Mittelalter die reiche und sichere Stadt schützten, kaum mehr sichtbar. Die Siebenbürgen Sachsen verbündeten sich mit Vlads Feinden. Deswegen hielt er sie für unzuverlässig und als Fremde waren sie ohnehin seine Feinde. Heute sind in der malerischen Stadt nur noch wenige Hinweise auf die blutigen Ereignisse, die über 5 Jahrhunderte zurückliegen, zu finden. Draculas Angriff auf Kronstadt war nicht einfach zu führen. Die militärische Verteidigung war beachtlich. Eine große Mauer, an einigen Stellen fast 4 Meter dick, umschloss die gesamte Stadt der Siebenbürger. Sie wurde in regelmäßigen Abständen durch Bollwerke verstärkt, die der Weberzunft gehörten. Das ist eine der wichtigsten und relativ gut erhaltenen Festungen. Ihre Architektur ist sehr aufschlussreich, um die Verteidigungssysteme des frühen 15. Jahrhunderts zu entschlüsseln. An der Innenseite der Mauer befindet sich eine mehrstöckige Holzgalerie. Hier sehen wir eine sehr hochwertige Arbeit aus Eichenholz. Die Dächer sind zwar im Moment mit Schnee bedeckt, aber darunter befindet sich ein hölzerner Dachstuhl. Die Außenwände der Mauern sind mit Schießscharten versehen, durch die man Kanonen und Musketen abfeuerte. Die Siebenbürger Sachsen wähnten sich hinter ihren mächtigen Befestigungsanlagen in Sicherheit. Aber sie unterschätzten Draculas List. Dracula war in einer siebenbürgischen Stadt aufgewachsen und kannte die Taktik der Sachsen. Er wusste, dass ein Frontalangriff zum Scheitern verurteilt war. In einem nächtlichen Überraschungsangriff überfiel er die Vororte von Kronstadt, bevor die Leute sich hinter die Stadtmauer retten konnten. Jeder Gefangene wurde auf den umliegenden Hügeln gepfählt. Nach Überlieferungen aus Siebenbürgen starben Tausende von Sachsen. Die Hinrichtungen fanden auf dem Galgenhügel hinter diesem Berg statt. Das grauenerregendste Bildnis von Vlad Dracula, der Wald der Gepfählten, wurde durch den Überfall auf Kronstadt inspiriert. Er stellt den Prinzen dar, wie er inmitten von Leichen seine Mahlzeit einnimmt. Für manche gilt dieses Bild als erste Verbindung zwischen Dracula und dem Vampirismus. Fällen ist ein langsamer Prozess, besonders wenn viele Opfer beteiligt sind. Deswegen musste er zwischendurch etwas essen, während er zusah. Aber er trank nicht ihr Blut oder aß ihr Fleisch. Vlad hatte nichts Kannibalisches an sich. Diese Bildnisse, geschaffen von Geschichtsschreibern aus Siebenbürgen, verfolgten eine klare Absicht. Der Name Dracula sollte für immer mit dem Bösen assoziiert werden. Die Holzschnitte sind natürlich Propaganda. Sie sind die Vorläufer von Horrorvideos. Die Leute wollten sie sehen und die Gaffer zahlten gutes Geld dafür. Nach der Unterwerfung von Kronstadt wandte Vlad Dracula seine Aufmerksamkeit dem Ottomanischen Reich zu. In einem Land,
in dem ein blutiger Bürgerkrieg herrschte, ergriff ein junger Mann, der in seiner Heimat Dracula genannt wurde, die Macht. Es handelt sich nicht um den Vampirgraf Dracula, sondern um einen wirklichen rumänischen Prinzen. Eine reale, historische Persönlichkeit. Die gesamte Christenheit feierte ihn aufgrund seiner Siege über die Türken. Als Kriegsherr war Dracula in ganz Europa für seinen unglaublichen Mut und seine unbarmherzige Grausamkeit berüchtigt. Sein Überlebenswille, sein maßloses Geltungsbedürfnis und sein Hang zum Foltern trieben ihn an. Dracula wurde infolge seiner bevorzugten Hinrichtungsmethode auch der Pfähler genannt. Seinen zweifelhaften Ruhm erlangte er durch das Verbrennen, Kochen, Aufschlitzen und Foltern seiner Feinde. Sein Wirken hinterließ nicht nur Blutspuren. Auch Mauersteine und Mörtel gehören zu seinem Vermächtnis. Er baute Paläste und gründete die Stadt, die später Hauptstadt seines Landes werden sollte. Ihm verdanken wir eines der eindrucksvollsten Bergschlösser Osteuropas, Siebenbürgen. Ein von weitläufigen Bergketten geprägter Landstrich am Rande Europas, um den sich Geheimnisse und Legenden ranken. Die romantische Darstellung des Landes, die Schlossruinen, die Vampirlegende, vieles mussten wir erfinden, da uns zu wenige Fakten bekannt sind. Siebenbürgen, auch Transsilvanien genannt, ist eine Region in Rumänien. Im 19. Jahrhundert siedelte hier der Schriftsteller Bram Stoker die Heimat des weltberühmten Vampirs Graf Dracula an. Bis in die 70er Jahre vermuteten nur wenige Leser, dass der Name von einem echten Kriegsherrn stammt. Vergessen Sie Hollywood. Vergessen Sie Vampirgeschichten. Dieser Mann lebte tatsächlich und war ein teuflischer, grausamer, aber auch sehr erfolgreicher Herrscher. Die Welt des echten Dracula war blutrünstig und heimtückisch. Selbst in der grausamen Zeit, in der er lebte, war er berüchtigt für seine Barbarei. Angeblich hat er seine schwangere Geliebte aufgeschlitzt. Und er soll 24.000 Nasen von den Leichen besiegter Feinde gesammelt haben. Unter den grausamen, perversen und sadistischen Herrschern zeichnete sich Vlad durch ein besonders psychopathisches Naturell aus. Vlad Dracula bleibt ein Rätsel. Seine Taten sorgen noch heute für Kontroversen. War er ein Wahnsinniger oder ein zielstrebiger Krieger? Er war ein Geschöpf seiner Zeit, das tat, was es tun musste, um zu überleben. Jetzt versucht unser Expertenteam, eine fast verlorene Welt wieder zu entdecken. Die schriftlichen Überlieferungen und archäologischen Funde sind im Gegensatz zu anderen vergangenen Kulturen spärlich gesät. Wir wissen nicht, welche Geheimnisse da draußen noch schlummern. Die Experten werden anhand ihrer Funde und mit Hilfe modernster Computeranimation Draculas mächtige Paläste, Schlösser und Festungen rekonstruieren und uns so vor Augen führen, wie sie zu Zeiten des Pfählers aussahen. Mit modernster Technologie können wir die Überreste wesentlich besser als früher einordnen. Wir können das Innere der Wände erforschen und unsere Schlüsse über die Konstruktionen ziehen, ohne sie erst zerlegen zu müssen. Das beschleunigt und erleichtert unsere Arbeit. Wir nehmen die Spur auf an Draculas malerischem Geburtsort, der Kleinstadt Schäßburg im Herzen Siebenbürgens. Als erstes entdecken die Forscher Hinweise auf eines der ältesten Häuser in Schäßburg. In diesem Haus wurde Fürst Vlad Dracula, der Pfähler, im Jahr 1431 geboren. Doch seit dem 15. Jahrhundert hat sich vieles verändert. Damals war das vermutlich ein einstöckiges Haus. Was wir hinter uns sehen, ist der Ausbau aus dem 17. Jahrhundert. Zu Vlads Zeiten sah es anders aus. Inzwischen können wir zeigen, wie Draculas Geburtsstätte aussah. Ein einstöckiges Gebäude in der Mitte der Zitadelle.
ohne Kanalisation oder fließendes Wasser. Die meisten Annehmlichkeiten fehlten. Aber die massiven Natursteine, aus denen es gebaut war, garantierten das Wichtigste: Sicherheit. Draculas Heimatstadt war eine der sichersten in ganz Siebenbürgen. Die Wände geben einen ersten Anhaltspunkt, wie eindrucksvoll die Befestigung zu seiner Zeit war. Dies war die eigentliche Stadtmauer, die mit Wehrtürmen durchsetzt war. Hinter uns sehen wir ein Paradebeispiel. Das Bollwerk aus Wänden und Verteidigungstürmen war bis zu 3 Meter dick. Damit konnten die Feinde abgehalten und eine Plünderung der Stadt verhindert werden. Im unteren Bereich sehen Sie die Zinnenfenster, aus denen man siedendes Öl und heißes Wasser auf die Angreifer goss. Und darüber befinden sich die Schießscharten. Als eine der reichsten Städte Siebenbürgens hatte man Schäßburg sehr gut abgesichert. Aber innerhalb der Mauern lebten keine Rumänen, sondern deutsche Einwanderer, die sogenannten Siebenbürger Sachsen. Im 12. Jahrhundert waren Sachsen als Pioniere nach Siebenbürgen ausgewandert und hatten sich dort als Händler und Handwerker niedergelassen. Im Gegenzug erhielten sie besondere Handelsprivilegien. Sie waren eine eigene Volksgruppe. In Siebenbürger Sachsen wurde, wie dem gesamten Mittelstand, Habgier nachgesagt. Sie verdienten ihr Geld auf Kosten der einheimischen Walachen. Vlad Draculas Vater, ein rumänischer Prinz, fädelte ein spezielles Handelsabkommen mit den Sachsen in Schäßburg ein. Als Gegenleistung durfte er mit seiner Familie innerhalb der Stadtmauern im vermeintlichen Schutz der Zitadelle wohnen. In 1447 wurde Draculas Vater von einem verfeindeten Clan ermordet, der damit den Thron der Walachei in der südlichen rumänischen Provinz eroberte. Vlad floh in den Norden und schwor, dass er zurückkehren würde. Unter anderem fand er auf der eindrucksvollen Törzburg Unterschlupf. Heute strömen die Touristen zur Törzburg, weil sie hier die Heimat Graf Draculas vermuten, dem Schurken aus Bram Stokers Roman. Der erfundene Vampir soll hier unter den Untoten gehaust haben, bis man ihm angeblich einen Pflock durchs Herz trieb und ihm damit den Garaus machte. Dieser Ort wird als Heimat des Bösen bezeichnet. Der wahre Dracula kam tatsächlich um 1450 hierher. Die Forscher entdeckten unter dem gotischen Prunk Spuren, die belegen, wie das Schloss zu seiner Zeit wirklich aussah. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ließ der rumänische König das Innere des Schlosses modernisieren, so dass es heute ganz anders aussieht als früher. Doch die Experten konnten alte Grundrisse ausfindig machen, mit denen sie das Gebäude am Computer so rekonstruierten, wie es vor 500 Jahren ausgesehen haben müsste. Der Turm, von dem Sie mir erzählten, dieser hier, ist das wirklich der hier hinter uns? Genau, der runde Turm. Aber wie konnte dieser Turm strategisch genutzt werden? Wurde dort das Schießpulver gelagert? Ja, genau. Wenn wir uns dann in diese Richtung wenden, haben wir den Turm hinter uns. Ja, diesen Turm. Und der ursprüngliche Eingang zum Schloss war mehr in dieser Richtung. Mit Hilfe der Grundrisse der Törzburg aus dem Mittelalter und modernster Animationstechnik wird ein Blick auf das Schloss des 15. Jahrhunderts möglich. Es war kein gotisches Märchenschloss, aber das sicherste und wehrhafteste an der Grenze Siebenbürgens. Ein Prachtstück der damaligen Baukunst. Die Gegend hier ist ungeeignet für Straßentransporte. Daher war es sehr aufwendig, das Material hierher zu transportieren. Dort angekommen, musste alles nach oben geschafft werden. Ohne die heutigen Hebetechniken mussten Balkengerüste auf- und abgebaut werden. Eine große Herausforderung. Die Törzburg war der ideale Stützpunkt für Vlad Dracula, um von hier aus seinen Machthunger zu stillen. Er stand am Beginn seiner blutigen Regentschaft.
Um seine Macht zu festigen, nahm er eines der größten Bauprogramme in der Geschichte seines Landes in Angriff. 1456 eroberte Vlad Dracula den Thron des rumänischen Fürstentums Walachei. Er war der Mann, der Pate für den weltberühmten Vampir stand. Ein Team von Experten macht sich daran, diese unbekannte Welt zu enthüllen. Sie wollen die ausufernden Bauprojekte vorstellen, mit denen seine Regentschaft begann und mit denen er versuchte, in einem widerspenstigen Land Ordnung zu schaffen. Vlad Dracula wollte die Tradition bewahren. Sein Vater, Vlad Dracula II., war Herrscher der Walachei und ein Ritter des Drachenordens. Ein Drache zierte auch das Familienwappen. Sein Name lautet Draculea. Er war der Sohn von Vlad Dracul. Dieser Name wird oft mit Dracul, rumänisch für Teufel, in Verbindung gebracht. Der Tradition folgend bestimmte Dracula, der Sohn des Teufels, Targoviste zu seiner Hauptstadt. Sie wurde ein Schauplatz legendären Schreckens. Hier beging er einige seiner schlimmsten Gräueltaten, doch bei seiner Ankunft war zuerst sein eigenes Leben bedroht. Es war nicht nur die Hauptstadt seines Reiches, es war auch die Hauptstadt der politischen Morde und Intrigen. Er befürchtete einen Mordanschlag mit Gift. Sein Essen ließ er von einem zuverlässigen Diener vorkosten. Rivalisierende Adelige, die Bojaren, beherrschten die Walachei. Sie hätten alles getan, um ihn loszuwerden. Und das zwang ihn zum Handeln. Entweder töten oder getötet werden. Über Generationen hinweg haben die Walachen ständig ihre Gefolgschaft geändert. Um seine Macht zu erhalten, musste Vlad die Bojaren loswerden. Vlad verabscheute die Bojaren aus sehr persönlichen Gründen. Sein Vater war von den Bojaren ermordet worden und deshalb war Vlad von Rachesucht getrieben. Er hatte eine Rechnung zu begleichen. Bevor Dracula die Bojaren beseitigen konnte, benötigte er Schutz. Dieses Ansinnen bezeugen die Ruinen von gewaltigen Gebäuden, die hier vor 500 Jahren errichtet wurden. Es war alles Teil seines durchtriebenen Plans, sich das Image der Macht, der Kontrolle und des Ansehens eines großen Herrschers aufzubauen, des mächtigen Fürsten der Walachei. Mit dem Bau des Palastes in Targoviste hatte bereits Draculas Großvater begonnen. Unter seinem Vater wurde er um einen 6 Meter breiten Festungsgraben erweitert. Nun baute Vlad Dracula einen Palast, der alle vorangegangenen Bautätigkeiten in den Schatten stellte. Der Saalbau wurde neu errichtet und umfasste 300 Quadratmeter. Von einem mächtigen Aussichtsturm aus konnte Dracula sein Land überblicken. Der ganze Schlosskomplex war mit 1,5 Meter dicken Mauern umgeben. Die riesigen Kellergewölbe unter dem Saalbau bezeugen Vlad Draculas ehrgeizige Ziele. Was wir hier sehen, sind sehr hohe und weitläufige Kellerräume, die durch die Tonnengewölbe ermöglicht wurden. Die Bögen sind typisch für den byzantinischen Architekturstil. Zuerst wurde ein Holzgestell errichtet, auf das die Steine aufgesetzt wurden, bevor man das Gerüst anschließend wieder entfernte. Es war eine große Bauleistung, die von einem Baumeister überwacht werden musste. Sein Leben hing vom Gelingen dieses Vorgangs ab. Wenn die Holzgestelle unter den Bögen entfernt wurden, musste traditionsgemäß der Baumeister direkt darunter stehen. Wären sie eingestürzt, wäre er von ihnen erschlagen worden. Obwohl nur wenige Überreste erhalten sind, vermutet man, dass die Kellergewölbe nicht nur für Vorräte vorgesehen waren, sondern viel dunklere Geheimnisse hüten.
wie zum Beispiel die privaten Folterkammern Flats. Dieser Turm wurde im 19. Jahrhundert restauriert und war das Auffälligste, was Vlad Dracula in Targowiste erschuf. Der Turm wurde auf einem Fundament aus Natursteinen mit Backsteinen bis zu einer Höhe von über 18 Meter errichtet und bot einen eindrucksvollen Ausblick. Nach seiner Vollendung schützten mehrere Verteidigungslinien Draculas Schloss. Als Wehranlage war dieses Bauwerk gut aufgestellt. Mehrere Verteidigungslinien boten genügend Hindernisse. Hatte man die erste überwunden, war man im Burggraben und wurde mit allem Möglichen beworfen. Wenn man auch diesen überwunden hatte, verschanzten sich die Bewohner und feuerten vom Turm und von den Dächern auf die Angreifer. Sie können sich vorstellen, dass der Blutzoll der Angreifer sehr hoch war. Nachdem er Targowiste zu seinem Hochsicherheitsquartier ausgebaut hatte, fing Dracula an, die feindlichen Bojaren auszurotten. Dabei bewies er legendäre Skrupellosigkeit. Zweifellos konnte Vlad die Bojaren nur vertreiben und seine eigene Macht festigen, indem er sie alle umbrachte. Am Ostersonntag 1459 beging Dracula seine größte Gräueltat. Er stellte den Bojaren eine Falle, indem er sie zu einem Festmahl in den Saalbau einlud. Vlad fragte sie hinterhältig, wie viele Herrscher sie in den letzten 50 Jahren gehabt hätten. Und die meisten konnten ihm das nicht beantworten, weil es so viele gewesen waren. Das lag daran, dass dieselben Bojaren sich ihrer Führer ständig mit Gewalt entledigt hatten. Das war genau die Antwort, die Vlad hören wollte. Sie hatten sich mit ihren eigenen Worten verurteilt und er ließ der Legende nach 500 von ihnen pfählen. Das Pfählen war eine grausame Hinrichtungsmethode. Die übliche Art zu pfählen bestand darin, den Feind auf das angespitzte Ende des Pfahls zu setzen und ihn entweder durch den Nabel oder das Herz zu stoßen. Dann wurde der Pfahl aufgerichtet und die Opfer starben einen relativ schnellen Tod. Das war die Methode für die, die mehr Glück hatten. Wenn man aber ein Exempel statuieren wollte, fettete man das abgerundete Ende des Pfahls ein und führte es in den Darm ein. So drang der Pfahl nur langsam durch den Körper. Das konnte Tage dauern und bedeutete einen qualvollen Tod. Targowiste war übersät mit toten und sterbenden Gepfählten. Aber Dracula brachte nicht alle auf der Stelle um. Für manche hatte er einen langsameren, nützlicheren Tod vorgesehen. Hier oben, auf dem hohen, unwegsamen Berggipfel an der Grenze Siebenbürgens, wurden sie gezwungen, eine Festung zu bauen, die zum echten Schloss Dracula wurde. Sie diente Vlad Dracula als Zufluchtsstätte für seinen kommenden Feldzug des Grauens. Fünfhundert Meter oberhalb des Flusses Arges auf einem gefährlich steilen Berg liegen die Ruinen der alten Festung Punari. Das ist das echte Dracula-Schloss. Die Lage war entscheidend. Das Schloss grenzte am Rande von Vlad Draculas Reich, der Walachei, an die Gebirgslandschaft Siebenbürgens. Noch heute ist es ein abgeschiedener und abstoßender Ort. Um dorthin zu gelangen, müssen die Forscher 1480 Stufen erklimmen. Innerhalb der Ruinen finden sich bemerkenswerte archäologische Hinweise, die den Forschern helfen, das Schloss wieder auferstehen zu lassen. Für einen Prinzen, der entschlossen war, die absolute Macht zu übernehmen, die beste Lage. Hier im Süden sehen Sie Vlads Land, seine Walachei.
80 Kilometer jenseits der Berge liegt Targoveste, seine Hauptstadt, die ihm genauso wichtig war. Hier im Norden liegt Siebenbürgen, wo einige seiner ebenso wichtigen Festungen standen. Von dort aus konnte er den verhassten Siebenbürger Sachsen nachstellen. Siebenbürgen ist die Heimat der reichen deutschstämmigen Händler, deren Geschäftemacherei Vlad Draculas Macht bedrohte. Da er sein Schloss schnell erbauen musste, griff er zu ungewöhnlichen Techniken und Sklavenarbeit. Der Bau begann rund um den Aussichtsturm, der aus der Zeit seines Großvaters stammte. Aber Vlad Dracula hatte etwas viel Größeres im Sinn. Eine Festung, die nicht nur den gesamten Gipfel von Ponari einnahm, sondern ihn gleichzeitig vergrößerte. Wie er das bewerkstelligte, verraten die zerfallenen Schlossmauern ringsum, deren Kontrast dem Schloss sein ungewöhnliches Aussehen gibt. Rote Backsteine auf grauen Fundamenten. Die Kombination von Felsgestein und Backstein ist eine sehr ungewöhnliche Konstruktion. Ich hätte eher erwartet, dass die ganze Festung aus Fels gebaut wurde. Vielleicht war es leichter, mit Backsteinen zu bauen. Auf jeden Fall ging es so sehr viel schneller. Obwohl sie auf einem schmalen Berggipfel stehen, sind diese Wände beeindruckende 3 Meter breit. Das wurde durch die byzantinische Bauweise ermöglicht. Nach der byzantinischen Bauweise wurden 2 Außenmauern aus Backstein errichtet, deren Zwischenraum mit Geröll aufgefüllt wurde. Durch diese Verbindung aus Außenwänden und Kern waren sie sehr stabil. Das Schloss konnte selbst in einer Erdbebenzone überdauern. Dank eines Geheimnisses, dem Kalkmörtel. Das ist Kalkmörtel. Bei der Verarbeitung sieht er aus wie Schlagsahne. Aber da es sich um Kalk handelt, härtet er nicht völlig aus und bleibt flexibel. Die Wände können sich bewegen, was bei einem Erdbeben überlebenswichtig ist. So treten keine Risse und Schäden wie bei Zementbauten auf. Obwohl Schloss Dracula von mehreren starken Erdbeben erschüttert wurde, stehen heute noch sehr viele Mauern. Sie wurden durch Sklavenarbeit errichtet. Von den Adligen, die beim Ostermassaker von Targoviste vor den Pfählen verschont wurden. Nach ihrem Zwangsmarsch nach Ponari erwartete sie hier ein viel längeres, qualvolleres Sterben. Walachische Chroniken berichten, dass die Männer und Frauen so schwer arbeiteten, bis ihre Kleider von ihnen abfielen. Sie waren buchstäblich nackt. Aber das Schloss wurde nicht nur von Sklaven erbaut. Ein geniales Detail deutet auf die Anwesenheit von wahren Handwerksmeistern hin. Die Schlossdächer fingen Regenwasser in einer Zisterne auf. Die Zisterne ist aus Stein und wasserdicht. Man hatte die Kanten der Steine so bearbeitet, dass der nächste exakt dagegen schließt. Hier wird offensichtlich, dass bei der Errichtung dieses Bauwerks ein Ingenieur beteiligt war, der den gesamten Prozess des Steinaufbaus gründlich durchdacht und verstanden hatte. Er wusste, wie man für ein Schloss dieser Größe und Qualität Wasser gewinnen konnte.